Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X zum Teil 2 der ersten Aufgabe der Schulrunde für die Klassenstufe 3. Anna hat sich folgendes Zahlenrätsel ausgedacht. Ich rechne meine gedachte Zahl mal 7. Wenn ich nun zu dem Ergebnis 17 hinzuzähle, dann erhalte ich 59. Kannst du dieses Zahlenrätsel lösen? Diese Olympiadeaufgabe kann man wunderbar mit Hilfe einer Rechenkette lösen. Diese Rechenkette ist hier auch schon vorgegeben. Wir müssen sie nur noch ausfüllen. Wir erfahren, ich rechne meine gedachte Zahl und diese gedachte Zahl, das ist die Zahl, die wir in der Rechenkette gleich in dem ersten Kästchen finden. Und was macht Anna mit dieser gedachten Zahl? Sie multipliziert sie mit 7. Also können wir aufschreiben mal 7. Dann geht es auch schon weiter. Wenn ich nun zu dem Ergebnis 17 hinzuzähle, hinzuzählen heißt addieren, also plus 17 rechnen, dann erhalte ich 59. Das heißt, wir kennen das Ergebnis Ihrer Rechnung und das Ergebnis steht immer ganz rechts, also in diesem Feld 59. Wenn wir uns nun diese Rechenkette anschauen, dann sehen wir, dass die Felder links von der 59 fehlen. Wir müssen also rückwärts arbeiten. Und rückwärts arbeiten bedeutet die Umkehraufgaben rechnen. Für diese Zahl gilt, dass wenn wir 17 addieren, dass dann 59 herauskommt. Die Umkehraufgabe lautet also 59 minus 17. Und 59 minus 17 ergibt 42. Wenn wir nun die gedachte Zahl mal 7 rechnen, dann erhalten wir 42. Also ergibt sich unsere gedachte Zahl, indem wir 42 geteilt durch 7 rechnen. Und 42 geteilt durch 7, das ist 6. Machen wir noch einmal die Probe. 6 mal 7 ergibt 42. 42 plus 17 ergibt 59. Stimmt also. Insofern können wir sagen, Annas gedachte Zahl heißt 6. Diese Strategie mit der Rechenkette solltest du dir unbedingt merken. Also immer wenn du mehrere Rechnungen hintereinander ausführen sollst, dann könntest du dich daran erinnern, dass dies mit einer Rechenkette sehr übersichtlich darzustellen geht und dass man dann diese Aufgaben in der Regel auch viel, viel einfacher lösen kann. Auf unserer moni.de-Seite, dort findest du auch die Klausuren zum Herunterladen und kannst dir auch noch weitere Lösungsvideos anschauen. Wir wünschen dir alles Gute, alles Liebe und bis zum nächsten Mal.